Hi. Summer sagt auch Hi. Der hat gerade eine Zahnbehandlung hinter sich und hängt noch ein bisschen im Seil. Also das Video geht heute an die Pferdetrainer und Trainerinnen da draußen. Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit einer Trainerin, die fragte mich um Rat bezüglich eines Verladefalls. Da haben wir so ein bisschen geredet und da ging es aber eigentlich um was ganz anderes. Und das ist etwas, worüber wir nicht so gerne reden. Sie sagte, ich mache eigentlich einen ziemlich guten Job. Ich habe eine mega hohe Erfolgsquote, aber jetzt habe ich dieses eine Pferd und ich glaube, ich kann das alles gar nicht mehr. Und da habe ich ihr gesagt, ich kenne das. Ich kenne das so gut, weil irgendwann kommt dieses eine Pferd. Wenn du lange mit Pferden arbeitest, wirst du nicht nur eins haben, sondern auch mehrere, wo du anfängst, nicht nur deine Arbeit, sondern auch dich komplett in Frage zu stellen. Weil du auf einmal merkst, du kommst jetzt mit dem, was du normalerweise machst, überhaupt nicht weiter. Plus, es kommt noch dazu, du hast vielleicht ein sehr kleines Zeitfenster. Das war jetzt in dem Fall auch so. Das heißt, die Kunden, die üben eine Menge Druck aus und sagen, du musst das jetzt, in diesem Rahmen musst du das jetzt lösen. Und wenn aber das Pferd nicht dazu bereit ist, aus ganz unterschiedlichen Gründen, dann können wir das oft nicht lösen in der Zeit. So, und jetzt geht es ja darum, wie gehen wir damit um, wenn wir diese Zweifel haben. Also ich glaube, also, dass ein Stück weit diese Zweifel dazugehören. Weil das hält uns auch demütig. Also wenn wir da jetzt hier einen Ego-Trip draus machen, aus unserem Pferdetraining und immer nur denken, wir sind die Tollsten, die Besten, wir können alles lösen, dann fangen wir irgendwann an, das Gefühl fürs Pferd zu verlieren. Und eine gesunde Demut ist wichtig, aber es darf nicht selbstzerstörerisch wirken. Es darf nicht dahin gehen, dass wir anfangen, jetzt bei anderen Pferden diese Zweifel zu haben, weil dann sind wir nicht mehr klar, dann sind wir nicht mehr stabil und dann können wir dem Pferd auch am Ende des Tages nicht mehr helfen. Ich möchte dir nur sagen, je länger du mit Pferden arbeitest, umso mehr wird es dir passieren, dass du immer mal wieder eins oder zwei dazwischen hast, die ein Problem haben. Und wo du vielleicht in dem Moment nicht weiterkommst. Das zwingt dich dann aber dazu, andere Wege zu gehen. Vielleicht Kontakt aufzunehmen zu anderen Trainern, die vielleicht ähnliche Fälle haben. Also stell nicht dein Wissen, dein Können, deine ganze Expertise in Frage, nur weil du jetzt gerade ein Pferd hast, wo es nicht so läuft. Fuchs dich da rein und halte dir vor Augen, dass du einen guten Job machst, dass du ein guter Trainer bist. Also ich will damit nur sagen, versuch nicht irgendwas zu vermeiden und perfekt zu sein, das sind wir sowieso nicht, wir sind alle Lernende. Und ich bin auch ziemlich sicher, egal welcher Trainer da draußen ist, auch die ganz, ganz, ganz Großen, die haben alle diese Phasen mal durchgemacht und die machen die weiterhin durch. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, meine Güte, it's part of the game, es ist so. Also verzweifle nicht, konzentriere dich auf die Pferde, wo es gut läuft. Und fang an, gerade bei den Pferden, wo es nicht so läuft, fang auch an, mit den Kunden zu sprechen, vielleicht ein größeres Zeitfenster zu fordern lass dich nicht runterziehen und guck über den Tellerrand, such neue Lösungen. Dafür hast du vielleicht dieses eine Pferd. Also aus meiner Erfahrung sind die Pferde, die mich wirklich an die Grenze gebracht haben, die mich am Ende weitergebracht haben. Probier es doch mal aus.